Adelaide Oaks? Ich habe deine Eule erhalten. Ja, ich bin Adelaide Oaks. Oh je. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt, nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Nee, gar nicht. Ich weiß nicht, ob du dir Sorgen machen musst. Vielleicht wurde dein Onkel aufgehalten. Er kann bestimmt auf sich aufpassen. Sympathie? Genau das sagte Professor Weasley auch, als sie mir verbot, das Gelände zu verlassen und ihn zu suchen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Wie bitte? Wie bitte? Abenteuerlustig wie Onkel Roland? Sympathie habe ich aber auf jeden Fall. Dann fragen wir sie doch noch ein bisschen aus. Wir bräuchten sich mehr Infos, bevor wir hier eine Nebenquest machen, nicht? Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Was? Ach so. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Ja. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Okay, und jetzt hat sie keine bekommen. Naja, okay, vielleicht war ich dann doch gerade ein kleines bisschen sehr sympathielos. Sagen wir es mal so. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Onkel Roland, was ist dir nur zugestoßen? Ich muss bestimmt gleich gegen Kobolde kämpfen. Ist hier eine Truhe? Ich kann nicht mal für 2 Sekunden. Ach, da oben im Turm. Da drinnen. Naja, okay, gut, dann machen wir das. Und zwar, was wir machen ist, ich hatte von ihr eine Sprachnachricht bekommen, aka Eulenpost. Das ist diese Quest. Nur falls es jemand interessiert, sie hat sie auch gerade eben eigentlich erzählt gehabt. Schon ein bisschen länger her, dass wir diese Sprachnotiz, Nachricht, Eule bekommen haben. Und sie hat erzählt, worum es ging. Die Geschichte von Roland Oaks. Die machen wir heute. Ich bin mal gespannt. Vielleicht machen wir danach die nächste Quest. Weiß nicht, wie lange es geht. Das hat sich jetzt aber ein bisschen angehört, wie Koboldlager aufräumen, eventuell bei meinem Glück. Sagen wir es so, bei meinem Glück. Gehen wir hin. Durch Hogwarts würde ich durchlaufen, auf jeden Fall. Vielleicht laufen wir auch komplett dahin, weil ich möchte gerne die Sachen noch finden, die wir alle so freigeschaltet haben. Warum dieses Porträt leer war. Das ist schon cool mit den... Außerdem sieht Hogwarts von der Deko immer ein kleines bisschen anders aus, je nach Jahreszeit. Hoffentlich geht es Adelaides Onkel Roland gut. Sie klang sehr besorgt. Adelaide zufolge ist das Lager ihres Onkels vermutlich bei Brockborough, am Fluss vorbei. Prügeln die sich wieder? Oh, schade. Schade. Ja, wir laufen mal hin, weil wir haben so verschiedene Sachen freigeschaltet, mit dem Teleskop, mit Schmetterlingen, mit allen möglichen Sachen und, ja, das muss auch eingesammelt werden. Ey, gerade eben war noch gutes Wetter, dann gehe ich ganz raus, dann ist schlechtes Wetter. Das ist mein Glück. Ich könnte Warum mich auch du nicht einfach einen Schnatz von drinnen? Wie ich schon sagte, ich kann einen verwandeln. Ich habe es Wie ich schon sagte, ich könnte auch fliegen. Meine Flugkünste sind nämlich phänomenal. Aber dann sehe ich ja die Sachen nicht. So.
Ich laufe ja jetzt gleich nicht auf direktem Wege, beziehungsweise also die 600 Meter. Wir sind ja nicht aus Zucker. Da können wir auch mal hinlaufen. Und gleich latschen wir auch querfeld ein. Wir sind nämlich dezente Rasenlatscher. Da hinten glitzert was. Was war das denn? Hinten war was. Hat so ein bisschen geglitzert, so ein Glitzerstreifen. Ach nee, auf jeden Fall sind hier Schafe. Aber hier war gerade irgendwas. Sah von weiter weg so aus. Was ist das denn? Ah, so ein Teleskop-Ding. Das hatten wir in der letzten Folge. Genau, die Dinge haben wir nämlich auch freigeschaltet. Alter. Bei Nacht sollte der nützlich sein. Bei Nacht. Das Wetter ist doch phänomenal. Das geht auch tagsüber mit Wolken. Kein Problem. Da ist noch was. Den halt nicht. Ist das Deko? Der eine ist Deko. Der hier. Schiss. Du Schiss auf ganzer Linie. Glaub's ja. Okay, also die Altare machen wir dann irgendwann anders, wenn man nachts mal unterwegs ist. Vielleicht sehen wir ja irgendwelche Schmetterlinge. Wenn ich die dann wahrnehme. Sagen wir es mal so, wenn ich die dann wahrnehme. Kaputt machen, lieben wir. So viel kaputt machen, wie es geht. So, das sind Gegner. Ich muss erstmal hier, ich war schon wieder nicht vorbereitet. Ich fange an und bin überhaupt nicht vorbereitet. Wie geil. Komm, Pringo. Also mein Zauberstack ausgerüstet. Waren ja nur die Hunde. Die Straßenköter. Ist mal krass, dass wir hier Straßenköter umbringen. Diese Blutspur hier, die ist aber auch immer da. Und da ist dieses Dingslager. Habe ich das nicht schon 5-mal aufgeräumt? Wache halten? Das könnte meine Großmutter machen. Machen wir es doch jetzt. Alter, wirklich? Hast du schon genug? Ich belle nicht nur, ich beiße auch. Ich belle nicht nur, ich beiße auch. Animalus. Animalus, ja. Hat sie ja noch mehr Leben. Jetzt ist sie ja nicht wieder, okay. Alter. Die haben ja so viel Leben dann. Sie hat ja einmal das... Sie hat zwei Leben quasi. Sie hat zwei Leben. Ja. Also, dann kriege ich dafür 3 Gold. Das ist einfach seelisch. Die Tierwesen sind jetzt sicherer. Gut, die Tierwesen sind. Hier, die haben Tierwesen gefangen. Ich glaub's hackt. Ich glaub's ja. Nieder mit ihnen. Nieder mit ihnen. Wir waren früher mehrere. Ich glaube, ich habe immer gegen so ein paar von hier gekämpft. Obwohl gar nicht die, die spawnen wieder. Also die hier gibt es irgendwann wieder Gegner nach einiger Zeit. So war das. Rein wir die Tierwesen vorher. Also looten wir. Und befreien dann Tierwesen. Was sind die denn? Oder gibt es ja keine zu befreien? Hier gibt es keine. Einfach nur generell, weil die ja die Tierwesen fangen. Hinten ist aber noch ein Zelt. Liegt noch was auf dem Tisch. Hm. Kleiner Einstieg, weil ich ja nicht weiß, was uns gleich erwartet. Da ist auch eine Höhle. Dann gehen wir da auch mal schnell rein. Ich laufe ja nicht ums Mist. Warum nicht?
Frische Luft muss sich auch lohnen. Machen wir so. Frische Luft muss sich lohnen. Entweder die Bestie verschlingt dich. Revelio. Okay. Da kann ich jetzt Alomora. Ich habe nämlich einmal die Aschwinder gesehen gehabt, wie die Tierwesen gefangen gehabt haben. Und da konnte ich noch nicht Alomora, weil es war Stufe 1 an den Käfigen. Ist Musik an. Kleine Tropfsteinhöhle. Weiß nicht, was ist die Aufgabe? Soll ich da rein? Ah, doch, tauchen. Ah, okay. So eine Mini-Höhle, wo man was besorgen kann. Deine Ausrüstungsplätze sind voll, nicht wirklich jetzt, oder? Das ist 90 wert. Es gibt auch was mit 60. Das würde ich dann halt in dem Fall zerstören. 90. 60. 90. 60. 60. Ja. Das kann einmal weg. Pflaumenfarben der Hexerhut. Jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe. Mehr ist hier nicht. Das ist so cool gemacht und mehr, was anderes gibt es hier nicht. Schade. Ja, dann tauchen wir mal wieder zurück. Das Höhlensymbol ist jetzt auch weg. Also wir haben die Sachen, die es hier auf jeden Fall gibt. Mehr war hier jetzt nicht. Ach, ja. Gehen wir zur eigentlichen Aufgabe, zu Roland Oaks Zeltlager. Ablenkungen? Ihr wisst, kein Problem für mich. Sehen nichts. Dieser Klingzauber ist auch so ein geil. Ein weiterer weniger in unserer Welt. Das ist so geil. Leider werden die hier nicht geköpft. Revelio. Habe ich leider gesagt? Hm? Ja, was man so aus anderen Games gewöhnt ist. War eigentlich, wenn da so ein Klingdings wäre und dann werden die geköpft. Aber dann kann man es ja nicht mehr. Dann wäre es ja mindestens ab 16, nicht? Und dann kann es hier nicht mehr vier Generationen gefühlt gleichzeitig bedienen, das Game, nennen wir es mal so. Das ist ja dann. Man, der nicht so, die Zielgruppe nicht so großflächig ansprechen. Diese Erscheinungsbilder brauche ich aber auch, weil ich irgendwann wirklich den Raum da wünsche. Ich habe schon gesehen, was manche da so teilweise machen. Boom. Ist schon geil. Ist schon krass, was man machen kann. Hier? Ne, da ist eine Hütte. Da hinten ist der Zeltplatz. Das ist auf jeden Fall noch eine Hütte. Das ist Hühner, okay. Aber die Hühner sind allein. Die Hühner sind definitiv ohne Betreuung. Sagen wir es mal so. Die waren gerade doch etwas nervös. Schon wieder 15 Minuten bis dahin. Bin gut. Ich bin doch mal richtig gut. Erinnern, dass wir noch das Sagen haben. Konzentrier dich. Diesmal darf ich niemanden vorbeilassen. Du wirst aber jetzt jemanden vorbeilassen, und zwar mich. Excaliamus! Was ist das? Kindo. Ja, genug. Tego. Du hast keine Chance. Aliamus. Und stopp. Und stopp. Was ist ein Sammler? Perfekt. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Am Beat machen.
Was ist denn da drin, dass ich das nicht einsammeln kann? Es ist doch nicht sowas hier. Ist das jetzt wirklich was zum Anziehen? Also Ausrüstung? Wirklich richtige Ausrüstung? Ja, wirklich in so einem kleinen Beutel. Hm, ich habe es ja eher sowas aus Truden bekommen, gelootet, erhalten. Das ist mehr den Rätseln. Warum sollten wir in der Folge auch da heute bei dem Zeltplatz noch ankommen? Es wäre einfach... Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Langweilig. Ja. Ich bin sehr inkonsequent, ich weiß. Was soll ich denn machen? Hm? Kann ich das überhaupt machen? Das kenne ich noch nicht. Revelio. Mehr Hinweise? Alter. Was? Und wir erstmal alle Zaubersprüche, die wir können, daran. Dann. Ich weiß halt nicht, wohin. Man könnte es hochheben, scheinbar. Aber wohin? Bewegt sich ja auch nicht. Kann es nur hochheben. Ich kann es nur in die Höhe heben. Ich kann es nicht von da drehen. Ich glaube, man kann es drehen, oder? Ja, schau mal. Ich glaube, man kann es drehen. Würfel, oder? Aber wie drehe ich das denn? Ich glaub, man kann das drehen. Wie auch immer. Sehe ich nicht mehr. Ja, ich glaube, die Bilder müssen stimmen. Die Bilder müssen stimmen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie man es dreht. Kann es auf jeden Fall hochheben. So, das haben wir schon herausgefunden und auch, dass wir es drehen müssen. Wieso nicht? Also... aggressiv kann man es nicht drehen. Nein! So. Was? So kann ich das nicht drehen. Okay, aber irgendwas muss ich haben zum Drehen. Oder wir können den Zauber noch nicht. Das ungenutzte Talentpunkte, schön. Diese Talentpunkte sind bestimmt jetzt nicht das Ziel. Was ist denn damit? Das hatte ich letztes Mal schon irgendwie. Auf jeden Fall kann man damit laut Zeichen drehen. Flipendo. Wirft Objekte und Gegner nach oben und hinten. Deine Fähigkeit, Objekte auf Anhieb zu kippen, ist nützlich, um Rätsel zu lösen. Schön. 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 Richtig Freude. Merkt ihr das? Okay. Ich kann aber nicht jetzt meinen Zauberstack wechseln. Und jetzt nicht meinen Zauberstack wechseln. Ja, aber ich muss es doch erst hochgehen. Ah, okay. Doch, es wechselt. Weiß er nicht. Also hier passt es schon mal. Da auch. Besser muss noch. Ja.
Oder? Oh ja, Gott, zum Glück. Zum Glückchen hier. Da ist nämlich noch eine Höhle. Oh Gott, es gibt noch einen Würfel. Revelio. Es ist nicht der einzige Würfel, sagen wir es mal so. Da hinten, auf der Insel. Meistens gibt es auch drei Sachen und da ist auch einer. Okay. Kurz ein kleines Bad genehmigen. Da ist auch noch einer. Also ich glaube drei. Also drei sehe ich. Es sind drei oder mehr Sachen, aber meistens waren es... Bis auf diese Kugel da. Die Kugel. Der Kugel ist es meistens nur eine Sache. Das hatte ich schon mal gemacht, das Lager. Da ist ein Häkchen dran. Und wir haben im Hintergrund die Trompetenpflänzchen. Passt. Ich verdrück die ganze Zeit die falsche Taste. So, haben wir? Ja. Dann zu dem hier am Ufer noch. Aber die Animation hier reinzuspringen mit dem Körper. Cool, cool. Finde ich cool. Finde ich cool. Es sind schon viele Animationen mitgedacht. Ich mag das auch, die Animation generell beim Zaubern. Ich finde das cool. Auch dieses nach hinten, so mit dem Zauberstab. Oh, scheiße, das war zu viel. Also ich finde das schon... Es wurde sich wirklich überlegt bei den Animationen, wie man das machen möchte. Ich mag sowas. Aber damit wäre das erledigt. Okay. Damit wäre das erledigt. Schön. Schön, schön. Machen wir die Höhle. Da war noch eine Höhle. Und dann, ja, gehe ich auch zu diesem Lager, aber ihr wisst. Ablenkung ist alles. Was ist das denn da für ein Käfig? Niffler! Ein Niffler! Alohomora. Den will ich haben. Ich hoffe, der entwischt mir nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell man die einfangen muss. Ich will den Niffler haben. Den Niffler. Gut, dass ich mich auch ablenken lasse, nicht wahr? Sonst hätte ich jetzt gleich eventuell keinen Niffler. Ich habe aufs falsche Rädelchen geguckt. Rädelchen. Gott. Ich hab einen Niffler. Geile Scheiße. Ja, Mann, der Tag ist gerettet, egal was jetzt passiert. Ich hab einen Niffler. Gehen wir in die Höhle rein. Schön, ich freue mich. Vom Wasser aus, oder? Jetzt wird's mir nicht mehr angezeigt, die Höhle. Jetzt doch jetzt schon. Muss ich tauchen oder hinterm Wasserfall? Einer der 1 von 100 Wasserfällen? Nein, der nicht. Hä? Ich kann halt nicht tauchen. Also ich kann nicht tauchen. Ach, da. Okay. Nur wenn da wirklich sowas ist, wo man eine Taste betätigen kann. Dann kann man tauchen. Ich kann nicht von alleine tauchen. Hm. Okay. Es scheint mir aber eine größere Höhle zu sein, als bei dem anderen Mal, wo wir getaucht sind. Also in so eine Höhle reingetaucht sind. Sagen wir es mal so. Okay, da komme ich nicht hoch.
Auf der anderen Seite hoch. Also mit Ablenkung bin ich echt gut. Komm ich denn da hoch? Ich muss das hier erst kaputt machen. Okay. Habe ich das noch? Irgendwas hier ausgerüstet? Also. Oh. Eine Kröte. Lumos. Eine Kröte. Ein bisschen, wo ist er hier? Ah, ich bin ja voll, da war ja was. Ich sollte nicht auf Entdeckungstour gehen, wenn ich einfach die ganze Zeit keinen Platz habe. Will mich jetzt auch gerade nicht umziehen. Das machen wir dann wann anders, wenn es sich wirklich lohnt. Man kriegt halt ja ganz schön viele Items. Also es ist gar nicht so... Manchmal sind die auch nur 2 Punkte besser. Mehr nicht. Kann ich da irgendwie hoch oder so? Ist das? War es das? Nicht da hinten noch lang? Da so? Nee. Hier so. Nee. Das ist doch viel größer hier, aber... Kann ich hier nicht lang? Doch. Nein, unsichtbare Wand, da komme ich nicht lang. Das war eine unsichtbare Wand, wie man sie kennt. Ja. Vielleicht kommt hier noch was. Entweder was es schon gibt in der Story oder später. Die Höhlen sind mir generell manchmal sehr... Es gibt noch viel mehr, aber ich komme hier jetzt auch nicht weiter. Also war, weil entweder fehlt noch was oder die wird sich später im Laufe der Zeit vergrößern. Das kann auch sein. Weil sie ist ja sehr... sie ist ja schon moduliert. Sie ist ja schon da, aber da... Die Funktion ist, glaube ich, noch nicht komplett da für die Höhle, oder? Ich mag diese kleinen Höhlen, die es hier gibt. So, da fehlt mir bloß noch mehr Kontext, sagen wir es mal so. Also noch ein bisschen detailliert sind sie, aber so Inhalt. Ich weiß nicht, ich laber schon komische Sachen wieder. So, nach einer fast halben Stunde machen wir unsere eigentliche Aufgabe. Das Lager da oben. Und das dauert jetzt bestimmt eine Stunde. Also richtet euch drauf ein. Ach, hier gibt es mehrere Niffler. Hättet ihr den jetzt gar nicht so brutal einfangen müssen? Hier gibt es Niffler. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Frage, meine Liebe. Ich weiß es nicht. Finden wir es heraus. Ich habe keine Lust, außen rum zu gehen. Enrocks Anhänger. Direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder Schleichen probieren? Ich habe immer keinen Bock auf Schleichen. Die Kobolde sind ein bisschen... Die sind halt härter. Diese Aschwinder-Leute. Ja, das ist nah. Das ist so, naja. So, naja. Wie die da liegen. Hier gibt es generell beide Leichen. Naja, wenn ich hier mein Kampfstack ausgerüstet habe... Heilige Scheiße, sind die doppelt? Expelliarmus. Sind die doppelt gemoppelt? Ach, hinter mir? Ich werde nicht ruhen. Bist du tot? Tot ist der Mann. Drucksweise. Du kannst uns nicht aufhalten. War das schon alles? Ah, ich müsste so einen Zauber jetzt verwenden. Warte, ich hab das schon. Stress hier. Wir wollen die Sache, können wir auch mal friedlich lösen, oder? Wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn da? Nehmen wir das doch mal an. Oh, sollte mich das etwa treffen? Protego! Glacius! Glacius! Expelliarmus! Manchmal, wie sehe ich den nicht mehr? Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. Na, finden wir mal heraus, was hier passiert ist.
Nämlich mich noch ein bisschen hinziehen, Leute. Weil ich eine halbe Stunde getrödelt habe. Wie gut. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Was? Okay, Lager? Hier zu so einem Turm mit einem X. Schatzkarte. Okay, wir probieren's. Wir probieren's. Eine Ruine. Ich schaff das niemals. Mr. Oaks Geschäftsbuch. So. Rangrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan in Kobalgak sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar. Und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Roland Oaks. Also, ich unterschreibe auch immer in meinen Notizbüchern mit meinem eigenen Namen. Ja. Falls ich mal kurz vergesse, wie ich heiße oder ob ich das wirklich geschrieben habe. Sagen wir es so. Revelio. Okay, da geht's auch noch weiter. Gehen wir doch gleich mal rein. Gut, das ist eine Stunde Folge. Es tut mir leid, Leute. Und meine Ausrüstungsplätze sind voll. Das ist doch doof. Da krieg ich Anfälle heute noch. Das wäre besser. Hatte ich noch Anfälle? Wenn es so weitergeht und ich hier nichts mehr einsammeln kann. Und Schuhe sind generell komischerweise teurer als andere Sachen. Hinterfrag's nicht. Einfach nicht hinterfragen. Man kann auch gefühlt machen, was man möchte. Auch diese Merlins-Rätsel, ich merke nicht, dass meine Items-Plätze mehr werden. Oder dass ich da mehr gelagert bekomme, sagen wir es mal so. Merke ich nicht. Ungeduld. Sieht interessant aus. In Person. Sind ja auch noch Kobolde? Nee, ist Kiste. Eine Höhle haben wir dann quasi gemacht. Okay, das war eine. Mir wurden hier zwei Höhlen angezeigt. Das war eine der Höhle davon. Ich finde es ein bisschen schade. Wie gesagt, in dieser Höhle ist da nur eine Kiste ohne irgendwie etwas. Sagen wir es mal so. Nutze Rolands Karte, um seine Spur zu folgen. Hier ist das Lager. Laufen wir mal weiter. Aggression auslassen. Wenn Merlin rätsel. Aber kurz probiere ich hier wirklich mal hier fokussiert zu Eine sein. Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Ja. Dann weiter zum krummen Baum. Zum krummen Baum. Eigentlich muss man auch noch gerade auslaufen auf der Karte. Und irgendwann kommt auf der einen Seite, ich habe mir eigentlich nur die halbe Ruine gemerkt, geradeaus und dann diese halbe Ruine. Sagen wir es so. Mehr nicht. Keine Ablenkung mehr. Suchen wir Roland. Dass es von mir kommt? Da ist der krumme Baum. Ein krummer Baum, wie auf der Karte. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Ach, hier. Ich will nicht da hoch, deshalb möchte ich ganz gerne, dass der Straßenfutter zu mir kommt. Ja. Faulheit in Person. Da suchen wir so einen halben Turm. Der hier unterwegs auch sein wird. Hier ist ein kleines Lagerfeuer. Was denn da? Ich habe gesagt, keine Ablenkungen.
suchen. Meine Ausrüstungsgegenstände sind voll. Ach, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehört. Das ist mir ganz neu. Definitiv. Definitiv. Ich brauche so eine Eule, so eine Händlereule. So eine Händlereule, Leute. Stellt euch das mal vor, das wäre, dann hätte ich keine Probleme mehr. Dann hätte ich definitiv keine Probleme mehr. Was mein Platzbedarf angeht. Eine Händlereule. Händlereule. Ich komme. Da ist dieser halbe Turm da hinten im riesigen Blick. Das ist ein Merlin-Rätsel. Ich weiß, wir gehen weiter. Wir können ja erstmal jetzt kurz die Schatzkarte erledigen. Wenn wir die Schatzkarte erledigen. Sehr viel Mondstein. Das ist nämlich dieser halbe Turm. Und hier auf der anderen Seite müsste das Versteck sein. Der baufällige Turm. Der markierte Ort müsste jetzt südlich von hier liegen. Sie kommentiert ja auch alles. Wie soll man das jetzt... Und ich spiele es ja nicht mal auf leicht oder sowas. Das meint jetzt auch nicht. Aber... Nee. Das ist mir zu leicht. Hier sind überall Gegner. Ich könnte gerade im Stehen einschlafen. Hier sind ganz viele Gegner. Was haben wir denn hier? Betritt den Außenposten der Kobolde. Sollte doch südlich von hier sein, dachte ich. Lumos. Na, ich habe meinen Stack hier nicht. Expelliarmus. Dann läuft es doch so gut. Dann läuft es doch hier immer so optimal. Also hier ist es auf jeden Fall nicht. Ich denke, es ist das Außenlager dann. Ich wollte nur noch mal gucken. Weil theoretisch war hier ein X auf der Karte. Oh Gott, die labern irgendwas. Kurioses. Okay. Dann wohl die Kobolde, nehme ich mal an. Gott, dafür muss ich mich jetzt mal wieder hier... Wie hätte ich denn heute... Katastrophal. Ich weiß, ist es komplett katastrophal, wie man das so macht. Es sind also viele. So, war ich auffällig genug? Ich hoffe doch. Kommt mir vor, als wären es schon Stunden. Ja, ich weiß. Und das nennst du Zaubern? Und Hego. Ganz. Ist das alles? Meliamus. Du bist schwach. Das ist beinahe zu einfach. Wie kriege ich denn nochmal das Hindernis da durch? Weiß es gar nicht mehr. Als ob du mich besiegen könntest. Das ist ein Kommandant, das kriege ich das nicht hin. Zu langsam! Erbärmlich! Protego! Beinahe ein Glückstreffer! Und bitte versuche es noch einmal! Das könnte ich ewig tun! Ich hab nichts anderes auf einem Stack hier, ach so. Jetzt habe ich was anderes auf einem Stack. Ich habe vergessen, welche Farbe Accio hatte. Ich dachte mir kurz einmal kurz scrollen, schaffe ich. Okay, haben wir es auch geklärt? Sonst haben die diesen roten Kreis um sich. Oh nein, hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Nee, solltest du auch nicht, aber irgendwo muss doch der Typ hier sein. Jetzt mal ohne Witz. Der muss doch hier irgendwo sein.
Als ich bei dem Turm war, hat sie gesagt, im Süden. Da. Aber da war nichts. Deshalb dachte ich, es ist das Lager. Da ist der kaputte Turm. Also, wo kommen sie denn dem Nebel? Zweifellos schon lange verlassen. Hier. Und dann im Süden. Gehen wir mal straight Richtung Süden. Den Weg lang vielleicht. So, mal über den Weg. Reich aber. Ich glaube, das Koboldlager muss gemeint sein, oder? Sie hat gesagt, er sollte nicht alleine dahin gehen. Irritiert mich halt. Das irritiert mich. Ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Ah ja. Okay. Machen wir kurz eine schnelle Reise nach Hogsmeade, verkaufen die Sachen und kommen dann hierhin wieder zurück, weil, wenn ich da jetzt reingehe, obwohl sie gesagt hat, alleine da nicht aufschlagen, die Frage ist, muss doch dahin. Da Richtung Süden gab's nichts. Ist ja auch Richtung Süden quasi. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Oder kann ich kann hier hochklettern, okay. Hier oben ist nichts. Ein Kampftroll. Heiliger. Er ist auf der anderen Mauer. Vielleicht habe ich Glück. Da der Mauer, auf der anderen Seite von der Mauer. Immer schön Abstand halten, meine Liebe. Oh, war ich nicht schnell genug. Cool an sich. Na! Okay, er kommt rüber. Let's verpoppen. Doch nicht? Findo! Expelliarmus! Komm, Ringo! Gracias! Das hat der enge Problem. Expelliarmus! So gut für mich vielleicht, ich weiß es nicht. Gracias! Findo! Vollpuppel, wenigstens 6 Stück. Die sind kostbar, habe ich gelernt. Ha. Machen wir das mal das, was ich nie mache. Selten mache. Schleichen wir uns durch. Das Problem ist, ich werde so oder so erkannt. Man entdeckt mich so oder so, aber ey, hier muss ja dann der Onkel. Was ist denn der Onkel? Hm. Roland. Vielleicht habe ich oben in der Burg mehr Glück. Nein. Oben in der Burg. Yeah. Ist noch eine Kiste? Ausrüstungsplätze sind voll. Ich krieg der Krise. Das sage ich euch. Die Krise. Ich nicht gerade eben gesagt? Ach, ihr kennt mich doch. Ihr kennt mich doch. Wenn ich
nur diesen ich und dieses Kind in die Finger kriege. Man könnte das Ding scheinbar bewegen, oder wie? Da komme ich ja nicht hoch. Okay. Komme ich auch nicht rein. Generell nicht. Man kann es halt hier bewegen, an die Wänden könnte man hoch. Sieht schon so aus, das sieht schon so aus. Ja, was Rotes. Um seine ganze Burg. Was ich mich frage, sie hatte ja gesagt gehabt, ach, da komme ich hoch. War das unauffällig? Ah, mit dem Ding aber. Nehme ich jetzt mal an. Wingardium Leviosa. Das wollte ich nicht. Das hat sie sich alleine überlegt. Lumos. Mein Standard-Move, wenn ich etwas nicht mehr loslassen möchte. Lumos. Ich bin nur hier, weil ich den Typen suche. Ich wollte ja eigentlich nicht auf große Abenteuertour heute gehen. Da hätte ich mir vorhin nicht so rumgetrödelt. Hey, reich mir mal den Feuerwhisky. Du musst lernen zu teilen. Manchmal besteht ein Gefängnis nur aus Mauern. Wie soll ich denn die unauffällig wegmachen? Das kriegen die doch easy mit. Das ist der Ort auf der Karte. Jetzt muss ich gut aufpassen. Da ist jemand. Ich hab das falsche Ding wieder in der Hand. Protego! Expelliarmus! Okay. Das hat niemand anders so mitbekommen. Hier sind nicht mehrere, okay. Revelio! Das ist der Ort auf der Karte, okay. Das heißt doch, ich hätte hier hingehen müssen. Da unten sind eine Million Gegner. Eine Million. So sieht eine Million aus. Leute. Was sind diese Lake? Wie komme ich denn hier runter? Ist denn eine Falltür? Nee. Da bei die nach dem Hof vielleicht geht das? Sieht so komisch aus, als ob man da könnte. So über das Tuch oder so. Aber ich mache ja eher alles kaputt. Egaler? Auf den Tisch. Nee. Nicht auf das Tuch? Nee. Okay, dann runter. Dann kann man nicht über. Ich hätte jetzt gedacht, man kann über dieses Tuch. Ist aber irgendwie klettern. Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Ah, sicher, meine Liebe ist schon zu spät. Ist schon zu spät. Ist hier so ein Überkopfangriff? Hm. Da hinten ist noch ein Beutelchen gewesen, das habe ich gerade gesehen. Nicht eingesammelt. Wofür habe ich denn jetzt Erfahrungspunkte bekommen? Schön, dass du mal vorbeikommst. Hab immer den falschen Stack. Sind hier aber auch alleine. Plätze sind. Ich weiß, dass meine Ausrüstungsplätze voll sind. Ich habe einfach keine Zeit, den Shit zu verkaufen. Leider läuft es nicht so gut. Über eBay Kleinanzeigen, man kennt's. Mal diesen Stress, den man dann da hat. Ich laufe mal kurz im Schlafanzug rum. Das muss so. Sachen sind alle schlechter, okay. Der Schlafanzug muss sein. Darin kämpft es sich besser, weil man sich wohler fühlt. Logik. Gemütlichkeitsfaktor. Plus 20. Muss halt nur wissen, wie.
Sagen wir so, man muss nur wissen, wie. So, machen wir die anderen noch fertig. Weil das so gut läuft. Weil das so gut läuft. Diesmal rüste ich aber gleich meine Kampf-Stack-Ding aus. Und da oben ist ein... Ich weiß nicht. Ich probiere immer wieder das Anschleichen. Da sind eh mehrere. Du wirst noch heulen, hier zu sein. Mal kurz hier ein bisschen Freiheit. Daneben! Daneben! Was bist du? Drei? Nicht ganz. Oder was? Ich werde nicht ruhen, bis ja. du tot bist. Ich auch nicht, was hier wohl passiert ist. Dieses Lager. Und es ist gut, dass ihr nebenbei redet. Wenn ich kämpfe, redet sie über dieses Lager. Und ich labe auch, während sie kämpft. Ich weiß. Es muss so sein. So, dass man am besten am Ende mich gar nicht versteht. Ja. So. Revelio. Ich sehe gar nichts bei den Lichtverhältnissen hier. Da wäre eine Kiste. Mit der Kiste komme ich wahrscheinlich gleich weiter. Da muss ich aber runter. Das sind Betten. Okay, gehen wir mal da runter. Wenn wir reinkommen. Ruinen. Ich denke mal, da werde ich ihn suchen müssen. Ja, das ist halt heute mal wieder eine etwas längere Folge. Ganz was bitte. Finden wir wohl hier drin? Langweilig. Kobolde finden wir hier drin. Kobolde. Mhm. Ihr habt der Gemütlichkeitsfaktor. Ihr seid wirklich wissen, hier sind wirklich Kobolde. Dein schlimmster Albtraum. Der mit Humus kämpft. Aber sonst alles zu langweilig. Oh, ich bin direkt vor ihn gerollt. Du hältst dich für so klug. Ja. Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Sieht aus, als hätte Adelaide den richtigen Riecher gehabt. Das ist eine Tür. Okay. Was gibt's hier noch? Achso, ich müsste nach da. Mal gucken wir. Ich habe gedacht, es wäre ein Kerker und da würden wir den Roland jetzt finden, aber es ist scheinbar kein Kerker. Sondern einfach eine Tür, wo wir vielleicht eine Truhe hinterfinden, damit uns dann das Inventar sagt, deine Ausrüstungsplätze sind voll. Sonst wäre doof. Es muss ja auch Spaß machen, indem dein Inventar grundsätzlich voll ist. So ein Schloss für so eine Tür? Okay. Keine Zeit. Hat euch alle in den Untergang geführt. Keine Zeit. Wir haben schon Probleme. Revelio. Die Folge geht jetzt schon eine Stunde oder so. Wir haben keine Zeit, um hier noch nebenbei zu daddeln. Ich bin schon wieder 60. Ich bin schon wieder 60, Leute. Es wird einfach nicht mehr. Nee. Nee, nee. Ich habe halt nur noch diese Sachen zum Identifizieren.
da würde ich das schon ganz gerne noch mal einmal ausnutzen, weil vielleicht finde ich ja doch noch was anderes Cooles, was man anziehen könnte. Obwohl ich mein Outfit jetzt gefunden habe. Ich meine, Pyjama. Ich am Wochenende. Samstag um 20 Uhr, wenn Leute mich fragen, hast du noch Bock, nachher wegzugehen? Und ich denke mir so, na klar. Easy. Kein Problem. Ich ziehe mich jetzt extra nochmal an. Ja, ich hätte die Hoffnung, dass ich den Linkssack hierher holen kann. Nicht da reinklettern wie Tomb Raider? Wie bei Tomb Raider? Revelio. Das wäre, krass. Okay, von der einen Seite. Da kommt man bestimmt nachher irgendwie auch nochmal durch. Machen wir aber alles kaputt. Wir kündigen uns mal super doll laut an. Jetzt gibt es ja zwei Wege oder was. Nein! Da müssen wir hin, glaube ich. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Nee, es wird näher. Gehen wir den anderen Weg, den wir gerade geöffnet haben. Okay, es wird so eine Spielfilm-Folgenlänge. Deutsch. Spielfilm-Folgenlänge. Wir können einfach alle Substantive nehmen und aneinander hängen. Kein Problem. Erlaubt. Revelio. Schon praktisch, nicht? Ich bin schon total durch. Ich glaube, ich hätte die Folge schon vor 10 Minuten aufhören sollen. Egal, dann kann es auch nur noch lustiger werden und noch katastrophaler. Bin vielleicht ein bisschen übermüdet, so minimal. So minimal. Aber ich glaube, noch auf einem lustigen Art und Weise. Bloß Verteidigung, kein Angriff. Bloß Verteidigung, kein Angriff. Was war das denn? Ein lästiger Mensch weniger. Ein lästiger Mensch. Digga. Nehmen wir mal hier hin, um die mal ein bisschen aufzuteilen. Und das ist vielleicht doch etwas brutal, nicht? Ein Ding für mich, natürlich nicht. Easy. No problem. Wie ich sehe, hast du in Verteidigung gegen die dunklen Künste aufgepasst. Echt? Ja, ich glaube. Du könntest mich besiegen? Ja. Wann gibst du endlich auf? Bin ich tot? Wenn ihr alle tot seid. Das ist kein Ding. Das sieht nicht gut für dich aus. Ach, wirklich? Wem sagst du das? Wem sagt ihr das? Es läuft doch hier famos. Famos. So, wer muss schleichen, hä? Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Das war meiner. Renrock wird uns vereinen. Zu spät, um deine Fehler einzusehen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, das lief doch famos. Wieder Ausrüstungsplätze voll. Ich habe doch gerade eben 10 Millionen Sachen gekauft. Zerstört. Wer braucht Geld? Ich nicht. Ivo. Ich brauch doch kein Geld. Deshalb schleudere ich das einfach jetzt hier so raus. Kein Problem. Kein Problem. Seit 150 wert, deshalb möchte ich es jetzt ungern zerstören. Dann zerstöre ich lieber die 60 und 90.
Münzensachen. Münzensachen. Revelio. Confringo. Wir haben schon. Ach, das soll man hochheben? Was ist denn das? Eine Schale. Accio. Mutarium Leviosa. Kannst du dich anzünden? Confringo. Ich darf echt den hier? Den benutze ich so ungern. Incendio. Ja, okay. Okay, das kann ich nur mit dem anzünden. Nicht? Nice. Cool. Cool, cool, cool. Na, warte. Ein paar Tränke, natürlich. Revelio. Ist ja cool. Okay. Dafür brauchte man diesen Inferno. Nutze ich so ungern. Das ist so ein Nahkampfteil. Das ist mir zu nicht aggressiv genug. Nicht aggressiv genug. Bin echt übermüdet. Da oben. Ist auch noch ein paar schicke Sachen. Da könnten wir hoch. Wo müssten wir lang? Ich glaube, wir müssen da lang. Also gehen wir jetzt erst da lang. Ich habe mich hier eh schon verlaufen. Wird das noch ein Gang? Heilige, nein. Vielleicht wird das auch so ein Leonardo DiCaprio-Film. Ihr merkt was, ich bin total durch. Wir gehen 3 Stunden, kein Problem. Saliamos. Ich glaube, das wird auch so ein 3-Stunden-Teil. Naja, warum nicht? Warum nicht? Man will ja nicht so viele Folgen hochladen. Man kann auch einfach nur eine hochladen. Vielleicht schneidet es zusammen. Ist aber ein bisschen schade um manche Sachen. Was habe ich denn jetzt aktiviert? Was da? Gut, das haben wir jetzt aktiviert. Ist das eine Aufgabe? Ich nehme das auf jeden Fall an. Ich mache einfach mal alles, was man so machen kann, nicht? Hier wird was angezeigt. Mach kaputt. Mach weiter. Dann passt das auch. Revelio. Ist das für die Tür da? Ist da unten eine Tür? Dieses runde Ding? Mal gucken. Ja. Das hier, genau. Geil. Kronsaal. Geil. Schön. Freuen wir uns. Ja, ich werde auch nicht tun. So viel dazu. Meine lieben Freunde. Ganz einfach ausgesprochen. Ouch. Jetzt muss ich nämlich gucken, wie die ausgerüstet sind. Mit ihren Verteidigungszaubern. Ich werde meinen Tod rächen? Oder was? Macht es mir zu einfach! Kann schon sein. Saliamos! Bindung! Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Gracias. Alter. Alle rufen. Ich glaube, du weißt nicht, wie
Du kannst uns nicht aufhalten. Und wie ich das kann, meine Herrschaften. Ich würde gern das. Ja, genau. Deine Zauber prallen an mir ab. Ich werde dich tun, bis du tot bist. Sicher, dass du kein Vogel bist? War das schon alles? Endlich auf. Ich werde nicht ruhen. Bis das alles. Das ist beinahe zu einfach. Ein Anhänger weniger, Renrock. Einer? Einer weniger? Ich bitte dich. Also man kann auf jeden Fall gleichzeitig ausweichen und einen anderen attackieren. Das würde gehen, aber es funktioniert nicht immer. Man muss es abpassen. Wenn man schon zu sehr in der Ausweichanimation ist, nenne ich es mal. Schwieriger. Schwieriger. Axholz mit den ganzen Rollen. Okay. Scherz. Da, da müsst ihr auch piepen wahrscheinlich hier an Seite ausdrucksweise wegen YouTube, ausdrucksweise. Muss man ein bisschen aufpassen. Rebellion. So, nach da oben komme ich wahrscheinlich nicht. Was war das jetzt für ein Thronsaal, wenn ich mal fragen darf? Ist auch eine Maschine. Hat auch mal diese Zeichen dran. Das sieht voll lustig aus. Das sieht aus wie so ein Gesicht. So halb zu Augen und da unten ist so die Nase und das sind so Äuglein und man ist voll müde. Oh Gott, ich sollte echt ins Bett gehen. Ich sehe halt alles mögliche. Ich glaube, ich muss da lang. Gehe ich jetzt aber erstmal den anderen Weg. Den da. Es wird echt so ein Leonardo DiCaprio-Film. Länge. 3 Stunden. Mindestens. Das waren 3 insgesamt. Kann ich checken. Schon gewundert, warum der eine nicht sterben will. Ist auf jeden Fall ein paar Tränke, die braucht man gar nicht, die Tränke. Du kannst keinen Mega-Power-Trank mehr tragen. Ich kann nur 25 nehmen, dann trinke ich mal einen und sammle den anderen ein. Man braucht auch gar nicht so viel Tränke. Man schafft es auch so. Vielleicht stirbt man, aber man schafft es auch mit weniger Tränken. Oder halt auch ohne, wenn man halt einfach mal eine Runde rumrollt. Da kam ich her. Wir gehen jetzt mal hier unten nach Glubschen. Was es hier gibt. Ach so, okay. Gut. Dann müssen wir wirklich da hinten durch die Tür. Bei dem Thronsaal, wo ich gerade eben war. Weiter rein. Das ist also ja, eine Nebenquest-Aufgabe. Ich weiß ja nicht. Von der Länge her. Ach ja, aber ich weiß auch, ihr mögt es bestimmt richtig gerne. Wenn die Folgen so lang sind. Ich bin voll. So, Ausrüstung. Habe ich wenigstens einen besseren Hut aufgesammelt? Natürlich nicht. Warum auch? Jetzt habe ich den 550 Goldstücke Hut verkauft. Ich hab's doch so dicker, hm? Das gilt nicht, nein. Ach so, du kannst keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Leute. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ah, durch die Tür. Ich wollte gerade da hochklettern. Durch die Tür und dann da hinten um die Ecke. Das kann ja gar nicht mehr so lange dauern, nicht? Voll optimistisch. Das ist sicher Mr. Oaks Zauberstab. Vielleicht kann er sich jetzt befreien.
Revelio. Ich muss auch noch darunter. Vielleicht kann er sich ja jetzt befreien. Aber was da? Hier geht ein Gang. Gang. Ich muss nach da oben. Okay. Ist da noch was? Geld? Eine Münze. Okay, ich hätte auch einfach mal die Treppe nehmen können. Nee. Wäre definitiv zu einfach. Oh, ich heute schon den ganzen Tag die Popobacke wechseln. Reisesofa. Die ganze Tränke kann ich nicht einsammeln. Wenn es ja so viele Tränke gibt, dann gibt es bestimmt demnächst hier irgendeinen Kampf. Dann geht es nicht weiter, oder? Dann jetzt weiter. Revelio. Wollen wir es kaputt machen? Holzo. Nee. Da hinten ist irgendein Weg. Nicht den richtigen Weg. Ich bin in einem Raum, in Geheimraum gewesen. Ach. Laufen kann ich mich. Hier hoch? Nee, da kann man nicht. Also so glaube ich nicht. Doch. Ah ja, auch vorne oben. Aber ich weiß es nicht. Was sind denn das für... Ach, das sind verzauberte Schaufeln. Revelio. Erkunde den Außenposten. Mir überall nicht weiter. Muss ich außen noch mal lang? Das kann sein, dass man doch hier rein musste vielleicht. Weil so ein kurzer Weg zurück ist, um den Zauberstab von dem Roland zu holen. Und ich war ja auch hier durch. Ich war ja auch hier durch. Ich war doch noch gar nicht hier beim Au... Heiliger. Nee, hier war ich ja. Das war nur der kurze Weg. Bin durcheinander. Okay, hier gibt es auch eine stinknormale Tür. Es wäre doch langweilig, wenn ich wüsste, was ich machen würde. Immer nach Plan vorgehen ist nicht cool. Man muss auch mal diese Dinge anders erleben, ja? Auf eine andere Art und Weise. Wenn man immer das Optimale geht, den optimalen Weg geht, den perfekten Weg geht, macht es einfach keinen Spaß. Dann erlebt man auch nichts Neues, ja? Man muss auch mal offen sein. Leute. Was ist da hinten? Ich hab den falschen Dings. Bin schon gewundert. Oh, sollte mich das vertreten? Stand. Ich werde nicht ruhen. Ja, ganz einfach ausgewichen. Einfach ausgewichen. Für dich. Daran ist allein Ranrock schuld. Dezent pisst. So, das wäre ein mega Power-Tränke. Könnt einen nehmen und dann einsammeln, klar. So. Revelio. Ach ja, schön, schön, schön.
Und die Betten. Und die Betten. So kriegst du auf jeden Fall mehr Betten in so einem Schlafsaal von so einem Landschulheim. Also diese vier Bettzimmern. Gibt es sowas überhaupt noch? Ist das nochmal so oldschool? In so alten Schullandheimen, Landschulheimen. Wisst ihr, was ich meine? Wo man mit der, so Klassenfahrten hinmacht. Oder Ferienlager. Das ist man wirklich mit so viel anderen Kindern in einem Raum. Da passen mehr rein. Kinder sind ja auch so klein. Schön. Folterkammer gefällt mir. Gefällt mir. Noch eine Folterkammer. Sehr gut. Doppeltes gefällt mir. Ein doppeltes gefällt mir. Hallo? Mr. Oaks? Ja, ich bin hier. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die. Möglicherweise habe ich Ihren Zauberstab schon, Mr. Oaks. Bitte geben Sie mir meinen Zauberstab. Das ist meine letzte Chance, hier herauszukommen. Bitte. Nur ich behalte ihn jetzt einfach, oder was? Es ist... Geschafft! Mein Zauberstab und... Halt! Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Ach. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Sie meinten, Sie hätten etwas aufgeschnappt? Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihn und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Ja? Irgendwo verständlich. Stimmt es, dass Sie Koboldogak sprechen? Ja, was Ranrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Ich finde es gut, dass ich nochmal den Schlafanzug anhab und den Hut. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Na klar. Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Danke dir. Aber das will ich auch Mr. können. Mr. Oaks hatte Glück. Ranrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Gut, das haben wir dann abgeschlossen. Ich muss gar nicht zu Adelaide. Na dann, passt es ja. Dann würde ich sagen, Leute, war's das mit der Folge in...
fast Spielfilmlänge. Nicht ganz. Nicht ganz. Das haben wir leider nicht geknackt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es war mir wie immer ein zauberhaftes Blumenpflücken. Ciao.